So, ihr wundervollen Menschen, da öffnet sich das dritte Adventskalendertürchen für euch und ich entführe euch erneut in die Gefilde der Roten Teufel. Das wird vielleicht das letzte Mal für diesen Kalender sein, aber das Ganze hat einen wirklich wichtigen Grund. Wir haben gestern gezeigt, dass Weihnachten auch die Zeit der Freundschaft ist, des Zusammenhalts und der Gemeinsamkeit. Aber die Weihnachtszeit ist eben auch jene Phase des Jahres, wo wir uns erinnern an Menschen, die leider nicht mehr bei uns sein können. Deswegen nehme ich euch auf die Reise zurück an den 15.04.2023. Ein Fußballtag, der perfekt für alle Anhänger des FCK gelaufen ist und ganz im Zeichen der Tradition stand. Auf dem Betzenberg trafen wir auf den Hamburger SV. Eine Begegnung, die wirklich nicht besser hätte laufen können. 2:0 hieß es nämlich am Ende für uns. Unsere Ultras haben dem Ganzen einen unglaublich schönen Rahmen gegeben. Denn nicht nur, dass auf der Westkurve eine Choreografie zu sehen war, sondern die Südkurve hat auch erstmals eine Blockfahne spendiert bekommen. Und das nicht mit irgendetwas drauf. Die Stehplätze zogen eine Blockfahne mit Fritz Walter nach oben, während die Südkurve Norbert Tienes, Horst Eckel und Ronny Hellström ein würdiges Bild gaben. Aber seht selbst. Was soll man zu diesem Bild sagen? Einfach Gänsehaut, jetzt noch. Und ich kann, wenn ich daran zurückdenke, dieses Gefühl noch immer nachvollziehen. Die Durchsagen des Radiosprechers über die Lautsprecher, dieses gesamte Feeling, das da aufkam, einfach unfassbar krass. Und leider hatte ich nicht die Ehre, die gesamten Personen kennenzulernen. Darunter eigentlich nur einen. Aber das war ein Erlebnis, das mir bis heute ganz, ganz tief im Herzen hängt. Denn ich durfte Ronny Hellström treffen, damals beim Leinberger Fan-Talk im 12. Mann. Und das ist bis heute unvergesslich für mich. Wirklich, Legenden sterben nie. So, das war's jetzt aber für den FCK. Wie versprochen, es wird vielleicht noch die eine oder andere Anspielung geben, aber ab morgen wird es dann wieder bunt gemischt und da sehen wir uns um 13 Uhr. Bis dann, ciao.